Servus, hallo und danke fürs Einschalten. Heute versuche ich mit euch zusammen herauszufinden, was der Unterschied zwischen den vier verschiedenen Felgenreinigern ist, die ADBL im Sortiment hat, und hoffe, dass ich in diesem Test das mit euch zusammen herausfinde. Manche Hersteller haben einfach ein viel zu großes Sortiment, und ADBL ist definitiv eine der Marken, die ein extrem breites Sortiment haben. Und was es dann aus meiner Sicht noch schlimmer macht, ist, wenn sie innerhalb einer bestimmten Produktkategorie sogar noch mehrere verschiedene Produkte haben, die eigentlich alle für den gleichen Zweck sind. In diesem Fall und in diesem Video reden wir zum Beispiel über Felgenreiniger. Da gibt es sage und schreibe vier verschiedene im Angebot. Das ist der Wheel Warrior, das ist der Vampire, das ist der Vampire Light und das ist der Vampire Liquid. Allein die Namensgebung ist hier schon sehr, sehr, sehr verwirrend, weshalb ich jetzt in diesem Video mit euch zusammen herausfinden möchte, was denn hier die Unterschiede zwischen den einzelnen Felgenreinigern sind. Und ich würde deswegen auch sagen, wir gehen direkt zum Test von diesen Felgenreinigern über und schauen uns vor allem und in erster Linie an, ob es denn hier bei der Anwendung und der Reinigungsleistung Unterschiede gibt, wenn wir effektiv an Felgen arbeiten. Der Andi, ein sehr fleißiges Community-Mitglied, das ich ja schon oft gesehen habe, hat in den letzten Tagen für mich ordentlich Gas gegeben und Bremsstaub erzeugt, wie ich es mir von ihm gewünscht hatte. Und deswegen werden wir die jetzt auf seinem Auto anwenden und testen. Gut, auf dieser Felge hier vorne werden wir den ADBL Vampire gegen den ADBL Vampire Light antreten lassen. Der Grund ist, dass ADBL für beide eine Einwirkzeit von bis zu 10 Minuten angibt. Das werden wir jetzt auch hier machen, um in dem Sinn die maximale Reinigungsleistung zu sehen. Und dann schauen wir auch, ob es hier einen Unterschied gibt zwischen dem Light und dem normalen Vampire. Der Andi, mein unbezahlter Praktikant, wird mich jetzt hier unterstützen und die Sachen auftragen. Der Andi fängt jetzt mit dem Vampire Light an. Ich werde die andere Seite abdecken. Was man jetzt sieht, ist, der schäumt ziemlich stark auf beim Aufsprühen. Definitiv spannende Beobachtung. Und riecht sehr angenehm. Also ein kleiner, üblicher Felgenreiniger Duft ist dabei, aber es steht auch auf der Flasche Fruit drauf. Riecht eigentlich sehr angenehm. Und der Wirkstoffindikator ist extrem schnell. Das war mir auch beim Vampire Liquid schon aufgefallen. Der fängt jetzt schon an zu wirken. So, dann kommt jetzt auf dieser Seite der reguläre Vampire drauf. Ja, und der schäumt nicht auf. Der hat auch keine Duftkomponente mit drin und ja, normaler Felgenreiniger Gestank, aber ich finde ihn jetzt nicht übertrieben. Der Andi sagt auch gerade, ist jetzt bei weitem nicht so schlimm wie andere. Aber auch hier seht ihr, nach ein paar Sekunden schon fängt der Wirkstoffindikator an, und schaut mal jetzt da drüben bitte hin. Ich nehme euch mal näher ran. Das nenne ich mal einen abartig starken und schnellen Wirkindikator. Sieht gut aus, aber ihr seht auch schon, der Vampire zieht jetzt schon nach, und dann würde ich sagen, lassen wir die jetzt mal arbeiten. Auf dieser Seite werden wir jetzt den Wheel Warrior, das ist der saure Felgenreiniger, und den Vampire Liquid, den wir auch schon im Einzeltest hatten, anwenden. Der Liquid muss nur 2 bis 5 Minuten laut ADBL einwirken, das werden wir auch beachten. Beim Wheel Warrior gibt ADBL nicht an, wie lang, aber hier geben sie ganz klar an, soll nur auf feuchten Felgen angewendet werden. Deswegen werden wir die dann auch kurz benetzen und dann erst das hier aufsprühen. Wir fangen mit dem Vampire Liquid an. Der Andi, mein Assistent, wird den wieder auftragen. Ich halte den Karton hier hin. Ja, spannend. Spannend, also der Sprühkopf einmal mehr ist wirklich super, der funktioniert. Schaut mal an, wie schnell der reagiert, krass. Noch ein kleines bisschen schneller. Der Duft, da soll Wildberry drin sein, der kommt auch so langsam durch, aber der stinkt halt auch am Ende des Tages wie jeder normale Felgenreiniger auch. Ich wollte noch sagen, ihr habt es gesehen, er schäumt nicht so stark auf wie der Vampire Light, aber ein bisschen stärker als der Vampire es tut. Das heißt, da liegt er irgendwo dazwischen. Gut, auf dieser Seite werden wir jetzt den Wheel Warrior anwenden, aber
Hier muss die Felge zuerst benetzt werden, deswegen halte ich wieder den Karton hin. Andi bewaffnet sich mit dem Hochdruckreiniger und wird jetzt kurz ein bisschen Wasser hier aufsprühen. Genau, reicht schon. Dann, Praktikant, walten Sie Ihres Amtes. Ihr seht schon, der hat eine wirklich stark pinke Farbe. Und weil man die Felge jetzt auch vorher benetzt hat, läuft er auch ein bisschen schneller runter jetzt. Aber keinen Wirkstoffindikator wie die anderen. Ich nehme stark an, dass ADBL deswegen die pinke Farbe hier inkludiert hat, damit man einfach besser sieht, wo man hier Felgenreiniger aufgesprüht hat. Äußerst spannender Unterschied hier auf der Seite vom Vampire und Vampire Light. Der Vampire hat jetzt insgesamt ein bisschen stärker reagiert, aber schaut mal, wie sich die hier auf der Felge halten, und dann gehen wir rüber zur Seite vom Wheel Warrior und Vampire Liquid, und ihr seht es schon, hier viel, viel mehr abgelaufen schon, hält sich nicht so stark hier drauf, also das ist definitiv ein Unterschied. Der Vampire Liquid und der Wheel Warrior, linke Seite Warrior, rechte Seite Liquid, sind jetzt knapp 4,5 Minuten drauf, und dann wird der Andi jetzt hier absprühen. Der Vampire und der Vampire Light hatten jetzt ihre 10 Minuten. Ihr seht nach wie vor deutlich stärkerer Wirkstoffindikator. Und auch da wird der Andi jetzt absprühen. Wir verlassen uns natürlich nicht einfach nur auf mein Auge, sondern werden jetzt hier nochmal mit Wattepads kurz drüber gehen. Ja, schaut mal. Stark. Richtig, richtig starkes Ergebnis. Ich bin überall drüber gegangen und die Seite, Moment, jetzt ist die Kamera da, die Seite vom Light sieht richtig gut aus. Und dann schauen wir uns natürlich auch die Seite vom normalen Vampire noch an. Da war jetzt eine Stelle, die war definitiv noch verschmutzt, Restschmutz drauf, aber also diese eine Stelle, da war definitiv noch Restschmutz da. Das war vorher Light, Vampire. Ja, man kann jetzt sagen, hier sieht es ein bisschen besser aus, da ist ein bisschen mehr Schmutz drauf, aber da ist jetzt bei beiden kein gravierender Unterschied vorhanden, so dass ich jetzt sagen würde, bei dieser leicht verschmutzten Felge kann man jetzt nicht von einem massiven Unterschied ausgehen. Dann schauen wir uns natürlich auch noch die Seite vom Vampire Liquid an. Ich gehe auch hier wieder überall der ganzen Felge drüber. Da war definitiv wieder eine Stelle, da haben wir nicht ganz sauber abgesprüht. Und jetzt der Wheel Warrior. Auch da wieder überall einmal schön drüber. Ja, und da würde ich jetzt schon sagen, da gibt es einen kleinen Unterschied. Aber auch hier, sobald man die Stellen außer Acht lässt, wo einfach wir vergessen haben einzusprühen oder sauber abzuspülen, kann man jetzt bei dieser leicht verschmutzten Felge nicht wirklich von einem mega großen Unterschied sprechen. Andi und ich leiden gerade ziemlich für euch, weil so angenehm riecht es jetzt hier nicht. Also Felgenreiniger-Tests, nur was für starke Nasen. Wir greifen auf die Methode zurück, die Sebastian mit mir zusammen erfunden hat, um das Sprühbild zu testen. Nämlich haben wir uns jetzt hier so eine Zielscheibe für Sportschützen besorgt, werden in einem gewissen Abstand die verschiedenen Felgenreiniger aufsprühen, um zu sehen, ob es hier Unterschiede beim Sprühbild gibt. Wir werden für alle vier den gleichen Sprühkopf verwenden, den dazwischen natürlich auswaschen, um auszuschließen, dass es hier Unterschiede in den Fertigungstoleranzen der Sprühköpfe gibt, aber wir starten jetzt mit dem Vampire Light. Abstand nehme ich mir hier am Boden, seht ihr gerade nicht, liegt das Kabel vom Hochdruckreiniger, den hier. So, dann starten wir mit dem Vampire Light. Also ihr seht, ein relativ zentrales Sprühbild, hat jetzt hier knapp die 9, teilweise ein bisschen noch die 8 mitgenommen, relativ zentral.
Nächster Kandidat, der Vampire Liquid. Auch hier wieder. Testsprühe, ja, funktioniert. Gleicher Abstand. Und dann. Ja. Vernebelt deutlich besser mit diesem Sprühkopf. Wir haben also die ganze schwarze Fläche und teilweise auch noch die 5 und die 6 mit erwischt. Also, der Vampire Liquid vernebelt jetzt bisher am besten. Nächster Kandidat, der Wheel Warrior. Auch hier wieder, Testsprühe. Ja, tut. Gleicher Abstand und dann los. Ihr seht jetzt auch wieder die gleiche pinke Farbe. Also ich hoffe, dass ihr sie seht. Und hier haben wir jetzt, ja, ähnlich wie der Vampire Liquid, die ganze schwarze Fläche gut erwischt, aber auch mindestens die 6, die 5 so ganz leicht angekratzt. Letzter Kandidat, der Vampire, der normale. Ja, Testsprühe, so, gleicher Abstand und los. Ach, wie ist es schön, wenn wir klare Ergebnisse haben. Ihr seht, extrem zentral. Also da haben wir gerade mal nur die 9 erwischt und da läuft jetzt auch die Pampe runter. Also, klares Ergebnis. Der Wheel Warrior und der Vampire Light zerstäuben hier am besten. Mit dem normalen Vampire und dem Vampire Light werdet ihr tendenziell ein bisschen mehr Verbrauch haben, weil die nicht ganz so schön vernebeln. Das Schlachtfeld des Grauens. Das ist der Nachteil von Felgenreiniger-Tests. Also, wir haben den Test nun gemeinsam durchgeführt. Ihr habt die Resultate gesehen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich war nach diesem Test immer noch nicht ganz sicher, was denn die Unterschiede zwischen diesen 4 Felgenreinigern sein sollen. Ich habe mir dann nochmal eine alte Felge geschnappt vom Schrottplatz, die sehr stark verschmutzt ist. Die hatte ich ja für andere Tests schon im Einsatz gehabt. Habe alle 4 Felgenreiniger von ADBL dann nochmal aufgesprüht, habe es nochmal für mich überprüft. Ich habe sie dann noch in den letzten Tagen an 2 weiteren Autos versucht. Und im Grunde genommen muss man einfach sagen, alle 4 Felgenreiniger tun definitiv das, was sie sollen. Sie reinigen die Felgen und sie reinigen die Felgen vor allem auch sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr stark. Da stehen sie anderen Felgenreinigern, die es am Markt gibt, in nichts nach und funktionieren absolut hervorragend. Ich habe mich dann in den letzten Tagen aber doch noch ein bisschen schlau für euch gemacht, habe die Etiketten nochmal ganz genau durchgelesen, habe die Produktbeschreibungen in Shops mir angeschaut, auf der Herstellerseite nochmal, und es gibt schon den einen oder anderen Unterschied, auf den ich jetzt nochmal kurz eingehen möchte und der euch dann hoffentlich auch hilft, für euch den richtigen Felgenreiniger auszusuchen, wenn ihr denn einen von ADBL verwenden wollt. Der Wheel Warrior ist aus meiner Sicht das Äquivalent zum Tuga Rot im ADBL-Sortiment. Das heißt, das ist ein Felgenreiniger, der vom pH-Wert her schon sehr, sehr stark auf der sauren Seite angesiedelt ist und wo ADBL auch in der Produktbeschreibung und auf ihrer Homepage ganz klar sagen, das ist ein Felgenreiniger, den ihr, wenn ihr es mit extrem stark verschmutzten Felgen zu tun habt, sogar anwenden sollt, bevor ihr die anderen anwendet. Das heißt, das ist wirklich eigentlich ein Reiniger, der für sehr stark verschmutzte Felgen geeignet ist. Und den würde ich aber dann definitiv nicht ständig jeden Tag anwenden und ganz sicher nicht, wenn ihr zum Beispiel eine Versiegelung auf euren Felgen habt. Dafür wäre er schlichtweg zu stark. Aber auf der anderen Seite muss man wieder sagen, er ist preislich sehr attraktiv, vor allem wenn man bedenkt, dass ADBL sagt, ihr könnt den noch bis zu einem Verhältnis von 1:4 mit Wasser mischen und er funktioniert dann immer noch. Das wäre also der ADBL Wheel Warrior. Dann kommen wir zum ADBL Vampire, das ist also der Vampire ohne irgendeine Produktbezeichnung dazu. Das, was ihn von den anderen beiden Vampires, dem Light und dem Liquid, unterscheidet ist, da ist kein zusätzlicher Duftstoff mit drin und das ist sozusagen das, ja, Premium-Felgenreinigerprodukt von ADBL. Das hat die dickste Konsistenz, die schälförmigste Konsistenz. Das ist auch so, wenn man ihn aufsprüht, dann bleibt der extrem lange auf der Felge, auf den jeweiligen Flächen drauf. Und man sieht dann auch nach der Einwirkzeit, die bis zu 15 Minuten beträgt laut ADBL, dass wirklich die ganzen Flächen, die man eingesprüht hat, komplett diese typische dunkelrote, violette Farbe eingenommen haben. Das heißt, das hier wäre sozusagen das Äquivalent zum Beispiel P21S High End von Dr. Wack. Aber
Der hier ist auf der pH-neutralen Seite, das heißt weder sauer noch alkalisch. Das heißt, wenn ihr es mit sehr stark verschmutzten Felgen zu tun habt, dann wäre das definitiv eine Alternative, wenn ihr noch auf der pH-neutralen Seite bleiben möchtet, wenn ihr es zum Beispiel mit relativ heiklen Felgenfinishes zu tun habt, wie zum Beispiel verchromten oder hochglanzpolierten Felgen. Das wäre dann sozusagen der ADBL Vampire. Dann gibt es den ADBL Vampire Liquid. Den hatten wir ja schon mal für euch im Einzeltest. Der große Vorteil von dem Produkt ist aus meiner Sicht, dass er aufgrund der sehr flüssigen Form sehr, sehr gut mit diesem Sprühkopf hier oben funktioniert. Er vernebelt sehr, sehr fein, das habt ihr auch gesehen. Und das ist auch das Produkt, das ADBL sagt, das könnt ihr auch als Flugrostentferner verwenden. Ihr könnt per se alle diese Felgenreiniger immer auch als Flugrostentferner zweckentfremden in dem Sinn. Aber das ist wirklich das Produkt, wo ADBL sagt, das ist dafür geeignet. Der hier arbeitet mit einer kürzeren Einwirkzeit, 2 bis 5 Minuten laut ADBL. Und was ich definitiv noch dazu sagen muss, der hier stinkt aus meiner Sicht, und Andy war ja beim Test auch dabei, hat das auch gemerkt, definitiv am meisten von all denen, auch wenn hier ein Wildberry-Geruch drin ist, der das Ganze dann irgendwann übertüncht. Aber wenn ihr einfach initial das Ganze aufsprüht, dann stinken alle Felgenreiniger mit Wirkstoffindikator immer auch. Der Wheel Warrior hingegen, der hat keinen drin, der riecht angenehm fruchtig und zwar immer. Der hier übertönt es dann einfach irgendwann, aber dieser initiale Gestank, dieser Geruch nach faulen Eiern, der ist hier am ausgeprägtesten. Das ist also dann der Vampire Liquid. Und dann haben wir noch den Vampire Light. Der hat einen Fruchtgeruch drin. Da ist auch dieser initiale faulige Gestank nicht ganz so ausgeprägt wie jetzt hier beim Vampire Liquid. Das ist sozusagen das Produkt, das ihr für die regelmäßige Felgenreinigung verwenden könnt, wenn es laut ADBL geht. Auch hier habt ihr eine sehr lange Einwirkzeit von bis zu 15 Minuten laut ADBL. Er hat eine ganz leicht dünnflüssigere Konsistenz, als es der normale Vampire hat. Dadurch lässt er sich auch ein kleines bisschen besser auf den Felgen versprühen. Und rein von der Reinigungsleistung habt ihr gesehen, ist der jetzt nicht unbedingt schlechter als irgendeiner von den anderen 4. Das heißt, das hier wäre die klare Empfehlung, wenn ihr eigentlich regelmäßig euer Auto und eure Felgen reinigt, gar nicht so stark verschmutzte Felgen habt. Und deswegen könnt ihr dann wirklich zum Vampire Light greifen. Preislich gibt es auch ein paar Unterschiede. Der Wheel Warrior, der saure Felgenreiniger, der ist am günstigsten. In der 500ml Variante zwischen 7 und 8 Euro. Und im 5 Liter Kanister kostet der nur knappe 25, 26 Euro. Da ist er also extrem günstig. Der Vampire, der schlägt ein bisschen oben aus. 500ml kosten hier bereits, glaube ich, um die 12 Euro. Die Liter-Variante, die ich jetzt hier in der Hand halte, kostet 22 Euro und beim 5-Liter-Kanister seid ihr bei knappen 100 Euro. Also da seid ihr definitiv in den Preisregionen vom OneWax Pink Shot, den wir schon für euch im Test hatten, vom Dr. Wack P21S High End, von den teureren, die Sonax im Angebot hat und so weiter. Das heißt, der hier schlägt ganz, ganz klar oben aus. Der Vampire Liquid und der Vampire Light kosten beide für die 500ml um die 8 bis 9 Euro. Für die 1-Liter-Variante seid ihr dann bei 14 bis 15 Euro. Und im 5-Liter-Kanister seid ihr bei 43, 44 Euro. Vom pH-Wert her habe ich euch ja schon gesagt, der Wheel Warrior definitiv auf der sauren Seite. Ich glaube, da schlägt mein pH-Wert-Teststreifen irgendwo zwischen 2 und 4 aus. Also ist schon definitiv auf der sauren Seite. Alle anderen, der Vampire Light, der Vampire Liquid, waren alle, wenn ich meine pH-Wert-Teststreifen reinhalte, auf der pH-neutralen Seite, das heißt bei ungefähr einem Wert von 7. Wie wir euch ja immer sagen, der pH-Wert alleine sagt noch nicht allzu viel darüber aus, wie stark so ein Produkt reinigt oder wie sicher so ein Produkt dann für Versiegelungen oder für bestimmte Oberflächen ist. Aber hier kann man dann schon sagen, und ADBL sagt das auch so auf seiner Webseite, dass diese drei hier, der Vampire Light, der Vampire Liquid, eher safe sind für heikle Oberflächen, für heikle Felgenoberflächen, verchromt, hochglanzpoliert und so weiter. Das heißt, das hier müsstet ihr auch noch wissen. Was mir im Rahmen des Tests definitiv negativ aufgefallen ist, und das muss man so klar sagen, sind diese Sprühköpfe hier. Von den 4, die ich bekommen habe, war einer defekt, der sprüht gar nicht. Und bei den anderen muss man halt ganz klar sagen, mit der doch sehr dicken und schälartigen Konsistenz vom Vampire und auch vom Vampire Light kommt dieser Sprühkopf einfach leider nicht so wirklich zurecht.
ersprüht einen unglaublich zentrierten Strahl, wodurch man einen sehr hohen Produktverbrauch hat, was halt bei diesem teuren Preis vom Vampire dann wieder sehr, sehr, sehr schade ist. Einzig der Vampire Liquid funktioniert sehr, sehr, sehr gut mit diesem Sprühkopf, vernebelt sehr fein, da hat man einen geringen Verbrauch. Auch der Wheel Warrior funktioniert noch relativ gut, aber ich bin trotzdem kein Riesenfan von diesen Sprühköpfen, zumindest wenn es um diese Produkte hier geht und auch wenn es um die Qualität geht, weil, wie gesagt, einer war jetzt hier defekt und das war leider auch nicht der erste von diesen Sprühköpfen, die ich in der Hand hatte, die mir leider kaputt gegangen sind. Fazit: Alle vier Felgenreiniger von ADBL machen, was sie sollen. Alle vier funktionieren gut, man könnte sogar sagen sehr gut oder hervorragend. Es gibt aber kleine und feine Unterschiede. Der Wheel Warrior ist aus meiner Sicht definitiv eine Alternative zum Touga Rot, auch wenn der Touga Rot halt nach wie vor sehr gut funktioniert, sehr angenehm riecht nach Marzipan. Der ADBL riecht fruchtig, das heißt, wenn ihr euch da anhand vom Geruch entscheiden wollt, spricht aus meiner Sicht absolut nichts dagegen. Der Touga Rot ist aber, glaube ich, noch ein bisschen günstiger in der Anschaffung, wobei, wie gesagt, im 5-Liter-Kanister kostet der hier nur 25 Euro. Das heißt, das ist für mich ein Spezialprodukt, wenn ihr es mit sehr stark verschmutzten Felgen zu tun habt, dann könnt ihr euch das anschauen. Für die regelmäßige, für die tägliche Autowäsche und Felgenreinigung ist das aus meiner Sicht nichts. Der ADBL Vampire spielt so ein bisschen in der Liga vom P21S High-End von Dr. Wack, also von den sehr hochwertigen, stark konzentrierten, eher schälförmigen Felgenreinigern, die eine sehr lange Wirkzeit haben, die aber auch relativ viel kosten. Was ihn ein bisschen von anderen unterscheidet, ist die doch sehr schälartige Konsistenz, was den Sprühkopf, der hier dabei ist, definitiv an sein Limit bringt. Aber in Kombination mit der extrem langen Wirkzeit ist halt die Reinigungsleistung hier wirklich hervorragend, weil der Reiniger lange auf den Felgen drauf bleibt, dort lange wirken kann und in Kombination mit seiner pH-neutralen Ausrichtung halt eine relativ sichere Variante ist, um stark verschmutzte Felgen zu reinigen. Das heißt, das hier auch wieder aus meiner Sicht ein Spezialprodukt. Wenn ihr es zum Beispiel mit Felgen von euch selbst oder von Bekannten oder von Kunden zu tun habt, die relativ hochwertige sind, die teure Felgen drauf haben, vielleicht mit einem besonderen Finish, die aber lange nicht mehr gereinigt wurden, dann ist das hier definitiv eine Alternative, weil durch die schälförmige Konsistenz ihr aus meiner Sicht auch die Möglichkeit habt, relativ sicher mit zusätzlichen Felgenbürsten oder Felgenhandschuhen dann zu arbeiten und den Felgenreiniger noch zusätzlich zu unterstützen, weil diese schälförmige Konsistenz dazu führt, dass diese Hilfswerkzeuge bei der Felgenreinigung dann eben gut an den Felgen flutschen können und so wieder das Kratzerrisiko reduziert wird. Das heißt, rein von seiner Performance, von seiner Leistung, von seiner Ausrichtung her funktioniert der gut, aber er ist halt wirklich relativ teurer und auch definitiv nicht günstiger als die anderen, ich sage jetzt mal, hochwertigen Premium-Felgenreiniger am Markt. Deswegen kann und will ich den jetzt euch nicht empfehlen, dass ihr euch den alle nach Hause holt. Ich glaube, die zwei Felgenreiniger, die für die meisten von euch interessant sein könnten und auch sollten, sind der Vampire Light und der Vampire Liquid, die man wirklich gut mit dem Sonax Felgenbeast, mit dem Touga Grün zum Beispiel vergleichen kann. Das heißt, das sind Felgenreiniger, die könnt ihr für die regelmäßige, für die tägliche Felgenreinigung verwenden. Die funktionieren sehr, sehr gut, haben eine hervorragende Reinigungsleistung. Der Wirkstoffindikator schlägt sehr schnell an. Beide haben noch einen zusätzlichen Duftstoff mit drin, wobei der Vampire Light hier definitiv für diejenigen unter euch, die eine heikle Nase haben, was das Stinken von Felgenreinigern betrifft, besser aufgehoben werden. Dafür kriegt ihr mit dem Vampire Liquid wieder ein Produkt, das ihr sowohl als Felgenreiniger als auch als Flugrostentferner verwenden könnt. Das ist ja auch immer, was viele von euch interessiert und wonach viele von euch suchen. Dahingehend ist er ähnlich wie zum Beispiel der K2 Roton Pro. Aber auch hier wieder, Vorteil von beiden ist, sie sind auf der pH-neutralen Seite und gehen nicht in diesen pH-hautneutralen Bereich rein, also diesen pH-Wert von ungefähr 5, 5,5, in denen viele Felgenreiniger, wie ja auch der Dr. Wack P21S High-End zum Beispiel, aktuell eher reingehen. Nochmal zusammengefasst, Wheel Warrior, saurer Felgenreiniger für Spezialfälle, für Härtefälle, der Vampire ohne Zusatzbezeichnung, Premium-Produkt, funktioniert sehr gut, sehr lange Einwirkzeit vor allem, aber wahrscheinlich für die meisten von euch viel zu teuer. Und deswegen würde ich sagen, die für die meisten von euch da draußen spannend wären, sind der Vampire Light, wenn ihr nur einen reinen Felgenreiniger sucht, oder der Vampire Liquid, wenn ihr auch noch einen Felgenreiniger sucht, den ihr gleichzeitig
als Flugrostentferner verwenden können. Und auch preislich sind die beiden sehr, sehr, sehr attraktiv und für mich ganz klar der Favorit, auch wenn er ein kleines bisschen mehr stinkt und auch wenn ich eher jemand bin, der auf Gerüche achtet. Aber rein von der Performance her und weil man ihn eben auch als Flugrostentferner verwenden kann, ist mein Favorit unter den vier nach wie vor der Vampire Liquid. Ich hoffe, dass dieses Video euch ein bisschen dabei geholfen hat, das Sortiment von ADBL, zumindest wenn es um die Felgenreiniger geht, zu verstehen. Mir hat es definitiv geholfen und vielleicht schauen wir uns in Zukunft ja noch mehr Produkte von ADBL an und ihre Unterschiede. Denn für mich war es ein spannender Vergleich und dann bedanke ich mich beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen und wenn es euch geholfen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Das freut uns immer sehr und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus! We'll be right back.